Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Curse of Deponia. Ich bin gerade am Überlegen. Wir brauchen ja noch für die super romantische Goal ja noch ein bisschen Krams. Da war was mit Gedichten. Willkommen nochmal. Schnabeltiergedichte. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Ja. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Genau. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Ja. Du bist hier. Ja. Schnabeltier. Wow. Wow. Ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Nein? Bewegt? Krank. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Schlag es doch am besten in deiner Fibel nach. Stimmt. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh mein Gott, ist das schlecht. War mal Dichter. Kann der vielleicht irgendwas... Klopf, klopf. Du schon wieder? Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Mach's gut. Genau, lass mich allein. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja, hat er. Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Ja. Wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Okay. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je. Rufus, was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So. Bäh. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Wo kriege ich denn ein Gedicht her? Rote Taubentango. Gab es da was mit Schnabeltier? Moment mal. Falscher Weg. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Ja, wollte ich ja gerade anschalten. Ne. 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 Das ja auch nicht, ne. Der tote Taubentango. Ne. Willkommen nochmal. Ne. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier.
Aber ich glaube... Nee, erst, es geht ja erst weiter, wenn wir die Schnabeltiere erledigt haben, oder? Das wäre das, was wir hier erstmal tun müssen. Das ist jetzt schwierig. Aber wenn wir das Feuerschnabeltier so nehmen konnten, ohne einzufangen, müssten wir nicht da... Moment. Müssten wir da nicht das auch so schaffen mit dem Eis hier beim Dock? Ach, jetzt so. Da konnten wir das Schnabeltier so problemlos nehmen, ne? Ach, hier haben wir ja noch einen Schalter. Stimmt ja. Oh. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Pass auf. Nein, Rufus. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Schraubenzieher. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Spaten. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Oh mein Gott. Kalt. Okay, das ist ja das Eis, Erdschnabeltier. Wir haben aber noch Wasser. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Okay. Gucken wir mal. Das bringen wir erstmal mal zurück. Marktplatz und dann nach da oben. Da in das Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. So, ich überlege gerade, was konnten wir den einzelnen Sachen noch machen? Wir hätten einen Fisch. Aber der Fisch ist zu schnell für uns, ne? Richtig? Mal gucken. Wir konnten den ja kriegen, wenn wir ihm den Köder zeigen. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Okay, er packt einen Köder ran, sammelt und hat den Fisch. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Was war das? Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Okay. Geht das? Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Okay. Moment, geht das jetzt? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ah.
Ah, Moment. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Moment. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. Moment mal kurz. Jetzt muss ich noch mal... Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Tigerfisch, Zebrafisch, Streifen. Zebra. Schwarzwall. Weiße Farbe. Moment mal. Weiße Farbe hatten wir doch bei Doc. Geht das? Bitte, lass es gehen. Voila, ein Zebrafisch. Ha! Aber der ist tot. Voila, ein Zebrafisch. Nee, das nicht. Geht das? Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Soweit, so gut. Frankenfisch mit Ei. Na, das ist ja mal ein Hinweis. Frankenfisch. Womit ist... hier war doch irgendwo Strom. Genau, Elektroden. Komm, Frankenfisch. Es lebt. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Oh mein Gott. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit. Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischbert. Lebe. Lebe. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Er lebt. Rufus, verdammt. Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Den haben wir ja schon, oder? Halte durch, Frankenfisch. Halte durch, Frankenfisch. Nein. Hä? Ach, Seagull hat doch auch noch, Moment. Okay. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja. Halte durch, Frankenfisch. Ach, jetzt geht's noch einmal. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Okay. Seagull, Seagull, Seagull. Hoch, hoch. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint nicht gut zu gehen. Bitte. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Bitte. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ja doch. Und rein da. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Ah. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Okay. Komm zu Papa. Jo, damit hätten wir den. Und die sind unten am Hafen gewesen, ne?
Was ist das für ein Nest? Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Dann musst du dahin. Bam, 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 bam. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Ja, und dann haben wir nur noch das Flugschnabeltier. Und ja, was machen wir damit? Wie machen wir das vor allem? Dazu brauchen wir... Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Und das vom höchsten Punkt. Der höchste Punkt hier ist da oben. Da oben. Ah, Moment mal. Das könnte ich bestimmt irgendwie da festtüdeln. Aber wozu? Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Ach so. Wir brauchen irgendwas Totes hier, ne? Die Asche von Toten. Die Frage ist... Was machen wir denn da? Was? Ach, hier ist so... Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ich wollte jetzt hier gucken. Naja, dann... Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Naja, dann komm her, Urne, hier. Komm, schnüffeln. Halbmast. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Das könnte ich bestimmt irgendwie da festtüdeln. Aber wozu? In gehisstem Zustand ist das hier der höchste Punkt des Siedelgebiets. Aber so kann ich das Ei da nicht reinstecken. Es würde einfach auf der anderen Seite wieder rauskullern. Geht das? Zum Einhaken. Ich sage noch einer, ich verstünde nichts mehr an. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Genau. Okay. Jetzt können wir es aber festmachen. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Na da. Na. Nichts passiert. Okay. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Firefox.